Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht in einem meiner letzten Videos gesehen habt, habe ich eine Nail Growth Challenge gestartet. In diesem Video möchte ich euch meinen Fortschritt zeigen und gleichzeitig meine Nagelroutine vorstellen. Viel Spaß damit! Vielleicht habt ihr es in einem der letzten Videos bereits gesehen, dass ich eine Nail Growth Challenge gestartet habe. Um was geht es dabei? Es geht aber darum, dass ich einen dieser Wunderlacke, die versprechen, dass man super harte und längere Nägel bekommt, ausprobiere. Ich selber habe unglaublich spröde, trockene, furchtbare Nägel, die entweder einreißen, absplittern, abblättern, keine Ahnung was. Also quasi die furchtbarsten Nägel, die man sich vorstellen kann. Somit habe ich mir gedacht, meine Nägel sind super geeignet für so eine Nail Growth Challenge. Ja, und ich habe da bereits einen Lack. Ich habe den schon vor eine sehr lange Zeit benutzt und der funktioniert super. Ich habe aber dazwischen mal eine Pause gemacht und ja, während der Pause sind natürlich meine Nägel dann irgendwann einmal wieder spröde geworden und sind dann abgebrochen. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, nachdem meine Nägel wieder kurz waren, dass ich einfach mit euch miteinander ein Nail Growth Challenge machen. Ja, und jetzt kommt das Update. Ich war ja nicht ganz pünktlich dran. Eigentlich habe ich gesagt, so nach einer Woche ungefähr mache ich ein Update. Aber ich muss auch sagen, nach einer Woche hat sich noch nicht so viel getan. Man muss jetzt natürlich ehrlicherweise sagen, es ist auch einfach so. Also wenn man sich so einen Nagellack kauft, ich meine, der verbringt ja keine Wunder. Also er macht schon, dass die Nägel nicht abbrechen, aber die Nägel wachsen jetzt ja nicht einfach so einen Zentimeter pro Tag oder irgendwas, sondern es wächst einfach ganz langsam. Vor allem, wenn ihr von Haus aus schon spröde Nägel habt, dann ist es einfach so, dass die eine Zeit brauchen, bis die quasi regeneriert. Na gut, meine Nägel sind jetzt, ich hoffe, man sieht's. Also sie haben ein bisschen eine Länge, aber nicht viel. Und sie sind dreckig. Ja, meine Nägel sind nicht gemacht, also der Nagellack ist noch oben, man sieht es so ein bisschen schillern. Ich habe mir eben gedacht, ich mache mit euch meine Nagelroutine. Bevor nämlich dann irgendwann Fragen aufkommen, ja, wie hast du die Nägel dazwischen gepflegt und so weiter und wie machst du das alles? Ja, dann legen wir einfach los. Beginnen tue ich natürlich damit, dass ich den Nagellack entferne. Ich habe da von Evelyn Professional einen Nagellackentferner, der ist. Es ist nicht mehr der drin, der drauf steht. Das drauf steht acetonfrei. Der da drin ist, ist auch acetonfrei, aber ich habe irgend so ein extra Sensitiv, den ich danach geleert habe. Ich habe mir nur wie soll ich sagen, diese Dose besorgt. Warum? Weil die so ein Pad oben drauf hat. Seht ihr jetzt? So ein Pumppad. Das ermöglicht euch, dass wenn der Nagellack rauskommt, dann läuft er quasi so da rein. Und dann befeuchtet er eine viel größere Fläche von dem Wattepad. Sonst hat man ja oft das Problem, man hat da so einen Durchmesser von einem Zentimeter, wo ganz hoch konzentrierter Nagellack drin ist, aber das restliche Wattepad ist trocken. Mit diesem Ding passiert euch das nicht. Also man pumpt dann so. Ich muss das jetzt gerade halten, sonst kommt nämlich nichts raus. Und dann seht ihr auch, das ist quasi, das ist dann um einiges mehr quasi befeuchtet. Ja, wie mache ich dann das? Jeder schon mal abgelackt. Am leichtesten tue ich mir, wenn ich es einfach rauflege, ein bisschen anätzen lasse und dann einfach mit einer kurzen Bewegung quasi runterschiebe. So tue ich mir am leichtesten. So, jetzt ist der Nagellack herunter. Man sieht's. Die sehen jetzt auch irrsinnig trocken aus. Sind jetzt total trocken. Aber ja. So ist das eben. So, als nächstes feile ich mir die Nägel logischerweise. Ich habe keine gewöhnliche Nagelfeile. Also ihr könnt euch die natürlich mit ganz normaler Nagelfeile feilen. Wenn ihr sehr, sehr spröde Nägel habt, ist es zu empfehlen, eine Glasfeile zu verwenden. Und wenn ihr so richtig ultrasprüde Fingernägel habt, dann gibt es da noch eine sogenannte Mineralfeile. Ich habe eine Mineralfeile von, ich tue das mal schnell raus, reflektiert es nicht so, von, denkste, von Art Deco.
sieht man das? Mineralpfeile. Also von Art Deco eine Mineralpfeile. Meine ist schon abgebrochen. Steckt jetzt quasi der restliche Teil steckt da drin. Mit der feile ich mir die Nägel. Warum nehme ich eine Mineralfeile? Eine Mineralfeile hat irgendwie die Eigenschaft, sich diese Partikel auf dieser Feile quasi lösen und die Rillen, also wenn ihr jetzt irgendwo beim Feilen, wenn da irgendwo, wie soll ich sagen, kleine Unebenheiten in der Nagelstruktur dann auftreten, dass das, auch wenn ihr es nicht seht, dass quasi der Rand ganz leicht aufgerissen ist, dann würden sich die Partikel da, würden die da haften bleiben, würden das quasi auffüllen. Also eure Nägel würden dann quasi trotzdem glatt bleiben, weil das die Feile quasi dieses Material, das fehlt, auffüllt. Ja, ich verwende die schon sehr, sehr lange und ich finde, dass man das schon kennt. Es ist allerdings so, also die ist wirklich teuer. Also für alle, die jetzt kein so Wahnsinnsbudget für sowas haben, ihr braucht es nicht unbedingt. Es ist ganz nett, aber ihr braucht es wirklich nicht unbedingt. Ich habe die halt da und deswegen verwende ich die auch. Ja, Nägel feilen, also ich feile meine Nägel rund, wie man sieht. Also ich, sieht man das jetzt so ein bisschen, ich feile die rund. Und ich feile die nicht nur in eine Richtung, sondern eigentlich in beide Richtungen. Ich bin da nicht so. Also ja, ich glaube, jeder von euch hat schon mal Nägel gefeilt. Also, ich leg mal los. So, meine Fingernägel sind gefeilt. So, nach dem Feilen kommen noch etliche Schritte bei mir. Ich habe jetzt so eine, wie viele Schritte sind es? Vier Schritte Feile von Evelyn. Die sieht so aus, habt ihr sicher schon mal gesehen, ist keine wahnsinnig teure. Also das Kürzen lasse ich quasi aus, weil dafür habe ich meine, da, Kürzen. Lasse ich aus, dafür habe ich meine Mineralfeile. Jetzt kommt der Schritt Formen. So, glaube ich, seht ihr das? Formen. Formen gehe ich eigentlich. Wie mache ich das jetzt am besten? Nee. Ja, also ich gehe da quasi rund um den Nagel und ich gehe auch so übers Nagelbett drüber. So, nachdem ich jetzt alle Nägel geformt habe, kommt als nächster Schritt. Polieren. Mache ich im Prinzip genauso. Ich gehe quasi polieren seitlich rund um den Nagel und oben wieder drüber. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen, aber so mache ich immer. Oh. So, meine Nägel sind poliert. Ein Schritt bleibt noch aus und zwar ist das der Schritt Glänzen. Glänzen. Ja, genau dasselbe Spielchen, einfach außen einmal rundum und oben drüber. Los geht's. So, die Nägel glänzen jetzt. Wir sind aber noch nicht fertig. Was mache ich noch? Meine Nägel sind nicht sauber, wie ihr seht. Ich habe hier, es ist irgendwie ganz komisch, ich habe mir mal von Veet so ein Set gekauft, mit dem man sich quasi die Augenbrauen wachsen kann. Da war so ein Spatel dabei. Seht ihr jetzt, der hat so eine abgeschrägte Fläche. Und die andere Seite, die ist so ein bisschen spitz, aber schon vorn abgerundet, also man tut sich jetzt nicht so leicht weh. Und genau dieses Ding habe ich quasi, damit ich mir meine Nägel ausputze. Ich habe mir das aufgehoben, also dieses Augenbrauenset, mit dem bin ich gar nicht so recht gekommen.
Aber ich habe mir einen Spatel aufgehoben, weil der super ist, um die Nägel sauber zu machen. Ja, dann mache ich mir jetzt mal die Nägel sauber, damit ihr euch nicht ekelt, weil die nicht so hundertprozentig sind. So, meine Nägel sind weitgehend sauber. Weitgehend deswegen, weil zum Beispiel, es tut mir leid, dass das jetzt mein Mittelfinger ist. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber bei diesem Finger, da ist vorne so ein bisschen was Dunkles drin. Und zwar meine Finger, die Fingernägel, die sind vorne immer in so Schichten. Ich gebe jetzt extra zwei Finger her, dass es nicht so blöd aussieht, wenn ich euch einen Mittelfinger zeige. Meine Nägel sind im vorderen Bereich so ein bisschen abgesplittert. Also so, es war schon von vorher quasi, dass so abgesplitterte Flächen sind. Und jetzt kann es natürlich sein, wenn die vorne so ein bisschen abgesplittert sind und ihr zum Beispiel so wie ich Gartenarbeit macht, dass da so ein bisschen Erde reinkommt und das dann drin bleibt. Das kriegt man jetzt nicht so einfach runter. Man kann die Nägel natürlich einfach kürzen, aber das will ich jetzt in dem Fall nicht, weil ich es einfach rauswachsen lassen will. Und ja, ich hoffe, euch graust jetzt nicht so, aber ja, da ist noch so ein bisschen was Dunkles dabei, aber ja, ist so. So, was mache ich noch? In dem Fall, also wenn ich mir die Nägel ablackiere und mache, ist es so, dass ich mir meine Fingernägel nicht sofort wieder lackiere. Ich will meinen Fingernägeln einfach so ein paar Stunden einfach gönnen, wo sie quasi an der Luft sind, wo sie sich erholen können, wo kein Nagellack drauf ist und so weiter. Also wenn ich mir die Nägel ablacke und mache, dann habe ich zumindest so ungefähr 2 Stunden keinen Nagellack oben. In den meisten Fällen habe ich sogar länger keinen Nagellack oben, weil ich dann Folgendes mache. Ich verwende so einen Nagelweißstift. Ich habe hier den von Essence. Ist wahrscheinlich schon uralter, der sieht wahrscheinlich inzwischen schon ganz anders aus. So ein Nagelweißstift. Da habe ich einen Kosmetikspitzer, weil ich einfach finde, mit einem normalen Spitzer geht es nicht so gut. Das ist jetzt eh halbwegs spitz, aber ich spitze den nochmal an. Mache ich den quasi spitz. Wenn ihr den ganz spitz macht, kann es sein, dass so ein bisschen weh tut unter den Nägeln, weil ihr euch dann so unter die Nägel reinstecht. Und was mache ich da jetzt? Ich habe da so eine Creme, so eine Balea Beauty Effect Creme. Das ist einfach eine relativ fettige Tagescreme, die ich da habe. Und dann nehme ich mir so ein bisschen einfach raus, tue das da auf meinen Handrücken drauf. Und jetzt kommt's, ich wälze da meinen Stift drin, dass die Spitze richtig schön fettig ist. Warum? Wenn ich mir normalerweise mit einem Nagelweißstift das so ausmalen möchte, unten, dass es richtig schön weiß ist, dann bröselt der so ein bisschen und die Farbe geht nicht so richtig schön. Also es wird nicht so richtig schön weiß, ohne dass ich total hin und her wetze. Jetzt gebe ich das einfach in so Creme rein. Dann wird diese weiße Farbe davon total cremig. Dann kann ich mir das quasi wie so eine bisschen härtere Creme einfach so, sieht man das jetzt, so reinpressen. Seht ihr das so ein bisschen? Das bleibt natürlich dann auch außen überall hängen. Das lasse ich dann einfach. Ja, dann presse ich mir das quasi. Also ich hole mir dann immer nach und presse quasi dieses Weiß da rein. Und ich habe festgestellt, dass so meine Nägel unten viel, viel weißer werden, als wenn ich das jetzt nicht machen würde. Und deswegen habe ich die Technik quasi beibehalten. Das mache ich jetzt einfach mal bei allen Nägeln. So, wenn ich dann fertig bin, dann nehme ich mir ein Stück Taschentuch, beziehungsweise ein Taschentuch, und ja, wische mir erstmal die Creme ab. Und ich wische jetzt natürlich da vorne das, was ihr da seht, diesen Überschuss, den wische ich mir jetzt weitgehend runter. Ich schaue natürlich, dass ich nicht unter den Nagel reinkomme. Also das, was ich da unter den Nagel reingepresst habe, das soll ja auch drin bleiben. Sonst, ja, hat sich das alles irgendwie wenig gebracht. So. Natürlich bleibt da jetzt einiges auf dem Finger. Aber ja, man sieht es so ein bisschen, das sind vorne die Finger noch weiß.
Und die Handflächen. Ja, also so sehen meine Nägel nun aus. Also so leicht weißlich verklebt. Ja, weiß verklebt, so ein bisschen. Ja. Und naja, normalerweise mache ich mir meine Nägel abends beim Fernsehen. Das heißt, eigentlich interessiert es keinen, wenn da jetzt quasi das ein bisschen länger oben ist. Jetzt mache ich es einfach so, dass ich dieses Nagelweiß auftrage und bis zum nächsten Tag oben lasse. Also ich habe das dann über Nacht einfach unter den Nägeln und am nächsten Tag wasche ich mir dann quasi mit der Nagelbürste das alles raus. Und dann nehme ich meinen Nagellack und trage den auf und versiegel quasi meine Nägel. Zum Nagellack zum Auftragen. Wollte ich nur gesagt haben, ich trage den Nagellack so auf, dass ich den quasi oben, also mit dem Bürstchen, oben, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das am besten herzeige. Also ich gehe da oben quasi so drüber, also nicht in 100 Strichen, sondern 3 oder so brauche ich da, gehe so drüber. Was ganz wichtig ist, ist, ihr müsst da seitlich mit dem Bürstchen nochmal so drüber fahren, damit ihr quasi diese Vorderseite mit versiegelt. Also wenn ihr brüchige Nägel habt und ihr habt das bisher nicht gemacht, dann macht es mal und fahrt ihr einfach da so seitlich quasi noch rüber und versiegelt quasi die Nagelspitze. Das hilft extrem viel, damit eure Nägel widerstandsfähiger werden. Also probiert es einfach mal aus. Ja. Ja, das ist meine Nagelroutine. Falls euch heute aufgefallen ist, dass meine Frisur so ein bisschen komisch ist, ich mache die jetzt einfach auf. Die ist so ein bisschen komisch und zwar habe ich so leicht gewellte Haare und ich probiere gerade diese Curly Girl Methode aus. Könnt ihr gerne mal auf YouTube schauen, gebt einfach ein Curly Girl Methode bzw. Curly Girl Method auf Englisch. Da kommen haufenweise Videos, könnt ihr euch mal anschauen. Also ich habe jetzt die ersten zwei Haarwäsche hinter mir und lasse gerade meinen wellenfreien Lauf. Vielleicht interessiert es euch, vielleicht habt ihr auch wellige Haare und wollt es mal ausprobieren. Ja, deswegen sehen meine Haare so komisch aus. Na gut, meine Nagelroutine habe ich euch gezeigt. Ich habe euch das Update gezeigt, wie meine Nägel aktuell aussehen. Ich werde mir die morgen wieder lackieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und ich freue mich aufs nächste Video. Ciao!